Du, Freunde, willkommen zu einem neuen Siege, zum letzten vom Turnier. Ja, mit Real und Malicious, ha? Ja, Klassiker, keine Ahnung warum. Ja, die ersten zwei Fights und das da halt ist gerade pre-recorded. Ich war wieder ewig lang arbeiten, es ist jetzt auch gerade 2:30 in der Nacht. Ich würde eigentlich am liebsten wirklich instant ins Bett gehen, aber ja, ich erzähl dann dazu noch irgendwie was, halt, wenn wir da irgendwie fertig sind. Ja, Melly gerade Platz 1, Mithril Platz 2, wir sind irgendwie Platz 7. Melly hat gerade irgendwie keinen Bock, aber wir schauen es uns dann irgendwie gleich an. Ja, Defense ist hier. Melly hat irgendwie so Momo, Ludo und Molly da irgendwie stehen, aber dürfte nicht allzu wild sein. Ja, ich habe den Typen hier gecallt, Maximilian, Sagar und Miles, habe ich irgendwie, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gemacht. Gegen Mithril. Allerdings damals mit Mi Ying für den Fall der Fälle, wegen dem besseren Speed Lead. Diesmal mache ich es halt mit Ciara, Lucian, Dover. Ich weiß ja, dass mein Dover damals nicht outgespeedet wurde. Ich meine, ist halt ziemlich knapp halt, ne? Miles und so, aber ja. Ne? Ja. Erster Fight, erster Win. Gut, dann haben wir hier als zweiten Smolung, Nasha, Perna, ja, logisch, Galleon, Poseidon, Tiana, Cleave. Was soll schon schief gehen, ha? Wenn Galleon sein Deathbreak landet und Poseidon sein Reduce landet, sehe ich nicht, was das schief gehen kann. Habe irgendwie einer geschrieben, dass auf Europe, auf manchen, oder bei manchen Gilden, oder in manchen Gilden, irgendwie Galleon und Cleaves verboten sind. Habe ich auch noch nicht gehört. Das gibt es bei uns nicht. Also ich wüsste auch nicht, dass das in irgendeiner Gilde verboten wäre. Ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie so, dass ich das irgendwie von jeder Gilde wüsste, aber ich meine, ich kann es einerseits verstehen, weil Galleon einfach behindert ist, ja. Er geht mir auch mal am Sack einfach, aber ja, keine Ahnung. An sich ist es halt ein mega gutes Team, ne? Kann man nicht sagen, wenn halt alles klappt. Okay, sowas hier von Melly. Coco, Kinky, Riley. Eigentlich habe ich gerade Hanrod Team umgerundet, aber ich habe dann geschaut, was irgendwie Gillies da machen. Irgendwie alle mit Bollwerk. Ich meine, logisch wegen Riley, ne? Ja. Ich hoffe, dass mich die Coco nicht one-shottet, ja? So aller Bioproc und so. Plus Attack Buff und so, ne? Also. Okay. Na gut. Wenn die Coco sich entscheidet zu derpen, dann nehme ich das dankend an. Wobei, ja, solange sie nicht gebioproc't hätte, ne? So. Okay, Riley. Mach hier Dingens. So, versuchen wir ihm das Dingens zu klauen. Hat eh nicht funktioniert. Ja, irgendwann sollte ich halt. Meine Emilia ist halt hier auf Dings, auf einem Broken Set und kein Bio-Set. Ist irgendwie auch nicht so. Oh mein Gott. So besonders. Gut, dass der Kinky gerade nicht geprockt hat. Wobei ich nicht weiß, ob wir nicht irgendwie mit Bollwerk vielleicht eh gewinnen könnten. Wurscht. Oh, nice dann. So, dann haben wir wieder 5 Stacks. Das heißt, Bollwerk sorgt den Kinky da fertig aus. Molung finished. Und damit hätte ich unnötig Hanrod Team geruht, aber vielleicht brauchen wir sie ja noch. Und wenn nicht, ich habe ja die Kohle, ha? So, 5 Stacks. Reckless, glaube ich, haben wir auch wieder. She one-shots Emilia. Ja. Ja, Coco. Coco fickt halt einfach alles. Ja, ich kann mir schon vorstellen. Bioproc ist scheißegal, ob du irgendwie Wasserelementar wahrscheinlich bist, ne? Es ist, wird wahrscheinlich egal sein. Schauen wir mal irgendwie, ob ich schaue jetzt irgendwie, ob ich da ein Dings finde, irgendwie ein Replay, wo Gilly verloren hat. Okay, schauen wir mal. Der Gilly hat halt verloren. Eben auch Bollwerk, Molong und Elia, aber. Coco? Ja. Ja, ist scheißegal. Das Ding one-shottet halt einfach. Es ist halt wirklich. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, glaube ich, wie ich gegen die geone-shottet wurde. Mein Windpanda einfach. Ist einfach umgefallen. Ist einfach. Ja.
Na gut, ja, ist halt Attack Buff plus Vioproc ist gleich One-Shot, ne? Gut, Melee Twins. Schauen wir mal, ob Melee Twins irgendwie anders sind als normale Twins. Ja, ziemlich sicher sogar. Ja, Eger immer noch hier mit minus 17% Wind Damage. Ja, Lulu irgendwie. Ah, scheiße, eigentlich. Wieso hast du. Naja, ist eh wurscht. Ich habe extra gerade die Lulu genommen, weil die minus Dark Artefakt Dings halt hat, ne? Aber irgendwie keine Skill-Ups. Ja, ich habe Kinky irgendwie ein bisschen umgebaut. Aber habe ihn jetzt wieder umgebaut, extra für den Fight auf Triple HP. Ich glaube irgendwie das Artefakt ist, ne? Ich habe ihm jetzt irgendwie ein bisschen mehr Damage gegeben, aber halt, ja, hier in der Combo da ist mir irgendwie lieber, dass er mehr aushält. So. Da ist ein Twin auf Destroy. Na gut. So, wir machen dritten Skill. Dass du immer einen nicht critten musst, ha? Huh? So, dann ja, machen wir einfach Damage, wobei. Huh. Triana hat gerade nicht geheilt, ha? Huh? Was ist das? Hier komm, ich meine. Was ein geschenkter Win! Was, das verstehe ich manchmal nicht mit der Triana, gell? Manchmal ist die AI von ihr urdumm, weil. Ja, ist sehr wurscht. Ja, na gut, dass du dich jetzt heilst. Mir soll es recht sein. Wie stark irgendwie Destroy-Offsets geworden sind auf einmal, ne? Irgendwie gefühlt in so gut wie jeder Four-Star-Defense irgendwas auf Destroy. Und sogar irgendwie in den meisten Five-Star-Defenses irgendwie so irgendwas auf Destroy, ne? So, nice Defense Break. Können wir critten, killen? Ja. Boah, Double Crit sogar, glaube ich, war das gerade, ha? Ja, schön, mir soll's recht sein. Gut, nächster hier von Melly. Ja, Momo. Wer ist der? Lulu und Molly. Ja, ich glaube, das Team hier funktioniert. Usa, Rika und Genny. Ja, Lulu wurde jetzt irgendwie auch schon wieder gebufft. Ich meine, das ist der Ur. Urbastard, der Typ. Ich hasse Lulu. Ja, irgendwie, er würfelt jetzt irgendwie zweimal, irgendwie so am Anfang und am Ende oder irgendwie so in die Richtung. Egal. So, nachdem wir alle outspeeden, nachdem wir keine Wohlrunen haben, reset Molly. Dass sie kein Schild macht. Wir haben ja eh gerade Immunity. Wollen wir nuken? Ja, warum nicht, ha? Okay. Das Ding ist halt, ja, Momo Damage Passive Reduce und Lulu Damage Passive Reduce. Ja, du musstest natürlich wieder Vioprocken, Molly, ha? Schau, er auch. Gefühlt, ja. Ich würde sagen, wir fokussen eigentlich fast schon Molly, ha? So, kannst du was stunnen? Na gut. Zwei Stuns, schau, Vioproc. Dann, wenn wir absolut keine Immunity mehr haben. So, proppt der Kollege auch raus. Können wir dich killen? Okay, wir nuken dich. Scheiß auf Immunity gerade. So. Reset Rika. Molly hat sich eh gerade hier wieder das Schild drauf geballert. Ja. Disperse dann auf Molly. Nice. So. Okay, dann reset man nochmal Molly. Ja. So, lass halt Damage auf Molly machen, scheiß auf Ludo, ich will Molly down kriegen. Okay. So, stirb, 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 stirb. War das irgendwie noch ein Tower offen? Ich hoffe, ich krieg da noch einen Attack rein. Ja, war eigentlich recht easy gerade mit dem Team. Okay, Nana Harmonia Dominik. Ja. Ist das eine gute Idee? Tessa Riley Hörner? Ich weiß nicht, irgendwie. Das Ding ist halt, der scheiß Resistance Lead bringt mir mal wieder gar nichts, ich weiß eh. So wäre halt Riley mein. Dominik Tank. Na, das ist scheiße, wenn wir gerade dieses Artefakt da drin haben. Na, nehmen wir nicht Perna. Ich hatte überlegt, Wassertotem-Dingens und halt irgendwie normale Windpender-Combo.
Aber ich will die da irgendwie gerade nicht benutzen, irgendwie. Ich will halt irgendwie was haben, was den Dominik nuked, ja. Ja, warum nicht, hä? Schauen wir mal. Haben wir Double Cleanse und alles? Na, funktioniert das so wie letztens irgendwie mit. Wie heißt's? Delphoi und Lulu. Egal. So, können wir nicht gleich killen? Ah, das ist kacke, hä? Okay, Unwanted of Tessa. Double Disperse dann schon wieder. Gescheißen. Natürlich habe ich halt mit Riley keinen dritten Skill, ne? Das ist halt. Oh, nice value proc, Lulu. Okay, lass irgendwie. Lass Tessa glänzen. Den heben wir uns auf. Dominik hat eh gerade Oblivion um, der macht eh keinen Schaden. Wundere mich, dass der gerade gar nicht Vio proc't. So, lass zweiten Skill machen, dass Riley Immunity hat. Wir machen weiter Damage auf ihn. Jesus, Jesus, Jesus. Ja, wir machen weiter Damage auf ihn. Jesus, heute kriegen wir Vio procs, okay, lass irgendwie machen, dass mein Tester 2 Runden Immunity hat. Dominic halt auf Destroy. Okay, wir machen es halt. Ich will Attack Buff, ne? So. Ein Bioproc. Will ich gerade zweiten Skill machen? Will ich zweiten Skill Immunity auf Lulu? Ich mach's, ha? So, komm. Ja, und wehe, du crittest jetzt nicht, ja? Ich weiß. Wir killen den jetzt. Okay, danke. Weißt du, so über. Ich meine, ich will es nicht verschreien. Soll ich's machen? Soll ich's sagen? Also, RNG-mäßig ist ja heute relativ normal, ja? Ganz ehrlich. Ich bin da irgendwie mehr gewohnt von Melly und alles. Also, keine Ahnung, was heute abgeht. Aber passt schon, es kann eh ruhig so weitergehen. So. Ja, Vioproc, aber halt nicht viel Damage wegen hier. Tech Break. Okay, Unwanted Harmony into Vioproc of Lulu. Du disperst mich schon wieder und ich habe natürlich keinen dritten Skill, um das zu cleansen. Na gut, lass hier 2 Runden Immunity machen. Prinzipiell eh schon egal, ja, so. Machen wir vierten Skill für Attack Buff. Na gut, toller Bioproc. Ich hätte ihn ganz gerne, wenn die Harmonia keine Immunity hat und wir Defense Break oben haben, so wie jetzt. Okay, nice. Nuke zweimal Dominic und Freewin. Ja. Habe ich auch so gemacht, hä? Okay, ich glaube, wir können Auto drücken. Die Nana kann eh nicht heilen. Vioproc out of stun. Kennt man ja. Immer dann, wenn man es eh nicht braucht, ha. Na komm, Tessa, du könntest critten, dass wir da irgendwie fertig werden. Ich muss irgendwie noch 4 Tags reinkriegen. Es ist gerade 3:30 Uhr in der Nacht. Also wenn ich einen verliere, dann scheiße ich drauf. Wenn ich einen verliere, gehe ich schlafen. Solange ich keinen verliere, versuche ich irgendwie alle Attacks reinzukriegen. Mein Gott. Wie lange kann es bitte dauern, ha? Okay, danke. Gut. Das war, glaube ich, jetzt unser sechster Attack. Ja, kein Wunder, dass ich letzter bin, aber macht ja nichts. Ja gut, ich mache noch so einen hier mit ja, Nana Harmonia und Dominik. Ja, mit Wind Panda und. Ja, ich habe gerade Marsha geruhnt. Ja, warum nicht, oder? Ja, ganz okay, würde ich sagen. Was sind wir da? Okay. Das habe ich hier gerade gegeben, habe ich ja Juno geklaut. Und ja, Alia. Du hast eh minus Wind Damage. Ja, let's go. So wie Gilly vorher gesagt hat, zweimal Dominik killen, Freewin. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. So. Okay.
Das Ding ist halt, die Harmonia wird wahrscheinlich vor meinem Penner drankommen. Die Frage ist, zweiten Skill? Nein, dritten Skill. Okay, Damage. Burst Life. So. Okay. Mal schauen. Das Problem ist, wir haben gerade Heal Block oben und Defense Brick, aber da ist auch schon down. Sehr gut. Na schau, heute packt irgendwie Melly die einfachen Defenses aus, ha? Für uns extra. So, ich hebe hier mal irgendwie zweiten Skill noch auf, ha? Death Break. Ah. Okay, komm mal Feuer dran. Können wir killen? Na schön. Ah. Ja. Marsch schon, ha? Wir könnten schon fertig sein. So, ja, ist eh wurscht. Weiter Damage auf dich. Wir haben eh hier Dingens, wie heißt's? Destroyer Pendo. Und irgendwann wird er meine Marsch hoffentlich weggeblocken, oder? Kannst du jetzt killen? Digga. Critte doch wenigstens, dann bauen wir die Weigelprox nicht. Na gut. Ja. Wie viel Schaden macht sie gerade nicht, aber was soll's, ha? So, verloren. Lebt immer noch. Aber hey, 7 Wins in a row. Wunderbar, aber das Ding ist halt wirklich. Jetzt ist 2 Minuten vor 4 in der Früh und jetzt wird's halt ein bisschen zart mit Attacken. Ich weiß nicht, was wir irgendwie als nächstes attacken können, irgendwie. Ich würde halt gerne da unten diesen Vierer-Tower irgendwie trimmen. Den da würde ich gerne machen. Den könnte ich nämlich mit Harmbrand machen. Da habe ich mir extra schon ein Artefakt rausgesucht, wo ich mehr Damage auf Feuer mache. Aber ich glaube, das wird halt trotzdem nichts. Okay, wir machen den doch jetzt. Momo, Nora, Kinky. Ja. Ich hoffe, dass wir genug Damage haben, um die Nora zu killen. Sonst haben wir irgendwie, glaube ich, ein ziemliches Problem gleich. Ich habe jetzt Hanra extra hier dieses Artefakt gegeben. Das ist das Beste irgendwie, was ich habe, ja, mit den 8% Schaden auf Feuer. Ja, 17% umso höher die Gegner HP sind. Das ist halt keine Attack-Ding ins halt oben, aber was soll ich machen? Ja. Ich meine, wie viel HP kann die Nora haben? Ich habe. Ja. So. Ich hoffe, die outspeedet uns nicht. Das glaube ich aber nicht, oder? So, bitte stirbt Nora. 64k. Heftig, was das für einen Unterschied macht. Na, normalerweise macht man Hanra, sowas macht er irgendwie 56k, 57k, 58k. So. Dritten Skill auf dich. Booste dich. Wir machen auf Momo. Ich meine, Jesus, einfach mal was. 18k weniger, ne? Aber logisch. So, wir machen Heal, dass wir nicht attacken müssen, dass wir nicht gerevenged werden. Ja, das schaut ja ganz gut aus heute. Ja? Ich bin wirklich begeistert gerade. Ich möchte. Und unser Tuning passt auch perfekt. Okay, ganz schön tanky der Kinky, aber macht ja nichts. So, Stunning. Perfekt. Das heißt, das wäre unser 8er Win. Das heißt, noch 2. So. Okay, mit dem nächsten sollte dann down gehen. Ich meine, wir spielen uns trotzdem nicht. Ja, komm. Gut, jetzt können wir dich boosten, obwohl es relativ wasted ist. Solange stirbt, alles fein. Ja, nice. Okidoki, ich muss noch so einen machen hier. Nana, Dominik, Harmonia. Ja, ich dachte irgendwas mit Odin und so. Wie gesagt, zweimal Dominik killen, Freewin laut Gilde, ja. Ich habe sogar jetzt Odin umgeruhnt, Dominik Rune gegeben.
Einfach für mehr Damage. Ich habe Bastet umgeruht hier. Scheiße, nein, das ist nicht die richtige Bastet. Wo ist meine richtige Bastet? Hä? Bist du die andere? Scheiße, was habe ich auf die Macht? Okay. Ja, scheiß drauf, oder? Und Kali. Ja, let's go. Wir brauchen keine Vio-Bastet. Obwohl ich irgendwie gerade. Ist ja wurscht. Oh mein Gott, nein! Oh fuck. Wieso ist der so schnell? Scheiße. Was? Lol. Oh, was? Was für eine verdammte Scheiße gerade? Was für eine. Das reicht nicht. 170 auf Swift reicht nicht. Oh mein Gott. Und ich wollte eine fucking. Oh mein Gott. Wie. Alter, was sind das? Was habe ich da gemacht? Ich habe irgendwie. Ich habe irgendwie Orion. Ich meine, ist eh scheißegal, ja? Oh, fuck. Ich bin so. Oh mein. Ich bin auch echt eigentlich wirklich. Das ist so dumm schon wieder gewesen. Das ist so mein Fail gerade gewesen. Ohne Spaß. Die haben wir gerade genommen, ne? Oder? Alter, nein. Ich hasse das, weil alle Units da im Storage sind. Ja, okay. Die war es nicht, oder? Erst wer macht so. Sein ganzes Team ist, glaube ich, vorher reingekommen, gell? Sogar die Harmonie, oder? Scheiße. Oh mein Gott, wie kann ich gegen sowas gerade wieder verlieren? Was bin ich auch so dumm? Ich hätte einfach, was weiß ich, Diana-Runen oder Dover-Runen raufpacken sollen, ja? Boah, das ist der unnötigste Lose ever. Der unnötigste Lose ever, ja. Na gut, unser letzter hier. Tien Leng, Perna, Minato. Ja, mit Luis. Molon und Icarus. Ja, ich hoffe, dass wir Turn 1 überleben. Ich habe jetzt gerade wieder angeschaut, das letzte mit Odin. Die scheiß Nana hat uns eigentlich zerstört, ja? Das war das, was so ekelhaft war. Ich meine, abgesehen davon, dass ich gefailt habe, ja? So, wir recklessen Tien Leng. Boom. Kannst du dir vorstellen, 10 Wins gegen Melly mit Reel? Theoretisch. Das war so dumm einfach. Das war ehrlich, das war wirklich, das war so schlecht. Ich hätte einfach. Geh mal auf die scheiß Pörner da. Scheiß Passiv. Ich hätte einfach der Bastet mein schnellstes Swift-Set geben können, ja? Die anderen Units von mir waren eh, die haben eh alle irgendwie plus, weiß ich nicht, 120, 130 Speed gehabt, ja? Gott, das kotzt mich. Oh, hey, das ist wirklich, also, das ist absolut fail, wirklich. Das war so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass es einfach nur schlecht war. Ich meine, ich weiß schon, auch nicht die besten Defenses hier von Melly und so, aber trotzdem, ja. Das kotzt mich so an. Das ist 9-1. Das ist einfach wie eine in die Fresse, ja. Vor allem. Das Ding wäre wirklich, ich glaube, wir hätten es. Naja, ich hätte halt dann mit Kali dritten Skill machen müssen, weil meine Tech Brick oben hatten. Odin hätte 5 Stacks gehabt, ne? Wir hätten Dominik gekillt einmal. Kali wäre protected gewesen, ja. Es ist.
Es ist so behindert. Es ist so behindert, dass ich das verloren habe. Ohne Scheiß. Es ist so behindert. Ich könnte mich echt. Das. Boah. Ich war nur. Das habe ich gar nicht so übel gespielt irgendwie. Es war relativ. Ich weiß, wie gesagt, nicht die besten Defenses. Ja, Melly, glaube ich, interessiert es gerade nicht so ungefähr. Aber scheißegal, ist trotzdem Melly, ja. Mein Gott. Das war wirklich. Na, das war einfach nur mein Fail, ja. Ein Swift-Set auf einer Bassette mit plus 170. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, ja, dass das ganze Team da irgendwie outspeedet. Ich meine, ich weiß, dass die Nana, ich glaube, 116 Base-Speed hat, ja. Okay. Hätte die Nana nicht geviopprockt, zweimal vor allem, ja. Wir haben ja zwei Hits überlebt. Das war einfach der dritte. Ich weiß nicht, was dann gewesen wäre. Ja, egal. Was jetzt ist, es ist eh schon passiert, ja. Schau es dir an. 9 Wins. Ja, egal. 5.15 Uhr in der Früh. Oh, ich könnte deutlich besser schlafen, wahrscheinlich, wenn ich 10 Wins hätte, aber. Ja, kann man nichts machen. Das ist halt. Das war eindeutig mein Fail. Da braucht man, auch wenn es Wire Procs, ja. Braucht man nicht schön reden, hätte ich da irgendwie ein vernünftiges Set draufgepackt. Weil. Man. Also hier, wo ist. Was hat Odin? Ja, ne? Er hat selben Base-Speed wie Dominik. Also das waren halt seine Runen vorher. Plus 127 Speed. Meine Kali wird, glaube ich, irgendwie plus 132 oder was, wenn ich das richtig. Ne? Wir wären da vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob wir 100%ig Speed, aber wäre scheißegal, ja, wir hätten den Attacker Boost, wir wären dran gekommen und wir hätten das, ja. Einfach dumm von mir, wirklich, warum, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wieso der Orion auf. Auf Swift ist, keine Ahnung. Ist eh wurscht, ja. Scheißegal. Es ist 5.17 Uhr in der Früh, ich gehe schlafen. Ich hoffe, es hat euch gefallen wenigstens. Danke fürs Zuschauen. Wir machen, ja, wir schauen mal, was irgendwie, bin gespannt, was irgendwie rauskommt. Also ihr seht, Melly geht uns gerade irgendwie so übertrieben am Sack halt mit den Full-Cutten und weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung, ob die das irgendwie noch reißen könnten. Ich meine, wir haben 3.500 Punkte Vorsprung. Und mit Trial halt ja immer noch ein Bonus und alles, ja. Turnier werden wir trotzdem irgendwie machen. Ich glaube auch irgendwie, dass die erste Runde vom Turnier relativ einfach werden sollte. Ja, sollte. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.